Jetzt kommen wir nicht mehr nochmal zurück. Verdammte Scheiße. Ach, Mann, ist das. Das ist schon wieder Kacke jetzt. Naja, was soll's. Hui. Naja. Ist das halt so. Adion. Jetzt haben wir noch das zweite Buch gefunden. Ist doch auch schon mal was. Hallo Playboy. So, oder? Da muss ich erstmal hier mit pumpen. Ja. Muss ja alles fachgerecht gemacht werden. Gesicht! Wir werden die Polis bald erreichen. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Yam, 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 yam. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Yam, 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 yam. Jeder fällt so hin, ne?
In Ordnung, gehen wir. Wollen Sie? Ne, sieht das. Playboy. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Ein Heilmittel für alles. Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Gern geschehen. Lass das. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer den Traum, die Police zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen mürbe und wild. Es macht einen zu einem Tier. Und nur in der Police kann man etwas bleiben, das an das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die an dem Planeten ihre Tasche hatten. Die Police ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler, all jene, die ihr Mann in anderen Stationen als nutzlos betrachtet. Die letzte Trotzburg der Kultur und Zivilisation. Und die Geschichten, die in der Metro erzählt werden, besagen, dass elektronische Licht dort Tag und Nacht brennt, genauso wie es in unserer Vergangenheit war, die niemals wiederkehren wird. Die Police erfüllt all diese ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte. Riesig, glänzend, sauber, bis zur Perfektion. Eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst wurden, gleichen den Hallen der antiken Tempel, die ich in der Geschichtsbüchern gesehen habe. Allein schon hier zu sein, lässt eine dieser unglaublichen Energie spüren. Lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder auferstehen wird. Wenn es in der Metro eine Macht gibt, die Messe vor den Schwarzen retten kann, dann muss hier verankert sein. Na du Kleber, was gibt das? Und übrigens, die Faschisten haben sich dort verschanzt. Sie kommen uns definitiv näher. Boah, leck mich fett. Wo ist der? Oberst, melde mich zum Bericht! Ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Ich hab bloß eine Tasche. Wer? Hier entlang. Sonderangebote, Rabatte! Beste Waffen von den Schmiedemeistern! Ja? Komm schon, Artyom. Miller wartet nicht gern. Wie Sie wollen. Wie auch immer. Kann ich hier raus? Nee, ich kann hier raus. Speedkeule. Okay, gehen wir mal weiter. Wollen Sie? Schön staubig, ne? Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer.
Okay, raucht jemand? Leisig? Warum sollst du? Ich musste einfach. Seufel. Auf dich! Als wenn du nichts Besseres zu tun hättest. Scheiß auf was Besseres. Ja klar, hübsch. Jedes Mal, wenn ein Sturz betrunken bist, muss ich dich tragen. Da bist du echt was Besseres. Tut mir leid. Ja, was brauchst du? Einmal hab ich mit den Jungs einen getrunken. Verschwinde! Ich bin in dem Stimmungsgesicht. Na gut, viele. Oh, chill mal. Ach, scheiße, wir waren abgefüllt. Du bist Zum immer Bock. Abgefüllt. Wie auch immer, wir hatten also ein paar getrunken und wollten noch mehr. Ja, warst du denn noch nicht voll? Teufel, nein. Tut mir leid, Mann. Hab ich dich unterbrochen? Tut mir leid, Kumpel. Red weiter. Ja, also gingen wir los, um noch einen zu trinken. Und bemerkten, dass wir in einem verdammten Tunnel waren. Wäre ich das wüsste, ist mir was? Im anderen Moment verlassen wir die Bar und jemand tritt auf meine Hand. Und dann sind wir im Tunnel. Finster wie die Nacht. Und? Also guckten wir uns um. Okay. Und dann sahen wir sie. Ich hätte vielleicht voll zu dem Ding gehen, oder? Hör auf, mich zu nerven! Du darfst da nicht rein! Das ist eine Gefahrenzone! Ja, angelt! Nein, Schatz, nein! Warte noch ein bisschen, bitte! Ich bin kein Schuldig, warte. Beide so besoffen, dass sie nicht sprechen konnten. Verdammt, was hat es. Hey. Unglaublich, Artyom. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch... Wer hat diesen dummen und hochtrabenden Satz über Verantwortung gesagt, die mit der Macht kommt? Ich hatte gedacht, dass die Bullies die Spitze der Macht in der Metro ist. Ihre Wachen bis zu den Zähnen bewaffnet, ihr unglaublicher Ruf. Bei allen Nationen und Stationen, ihre Lager voller Lebensmittel und Munition, ihre Reichtum und Wohlstand, die Polizei ist das Zentrum des Universums, doch offensichtlich schert sich diesem Zentrum ein Dreck um irgendeine Hinterstation. Der Rat wollte nicht einmal seine Zeit damit vergeuden, uns bis zum Ende anzuhören. Aber nachdem er dann stempelte er nur noch faul abgelehnt auf den verzweifelten Appell der Messe. Und er war nicht einfach nur mein Appell. Und es war nicht nur einfach mein Appell, der abgelehnt wurde. Es war Müllers Appell, der Appell des Kopfes der Avenger. Ich dachte, jetzt sei alles vorbei. Wenn da nicht Müller und seine Leute gewesen wären, die Ranger werden nicht umsonst Orden genannt. Genau, sie sind ein regelrecht ritterlicher Orden, ein Staat in einem Staat, eine Bruderschaft von Leuten, die Schwüre abgelehnt haben, abgelegt haben. Die an ihren Werten als den ihrer Lebensglauben und die Ranger haben geschworen, die Metro vor allen Gefahren zu schützen, die ihre Bewohner bedrohen, egal in welcher Station sie wohnen oder woran sie glauben. Dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv.
Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Atjo. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Niedlich. Let's fetz, ne? Los geht's! Okay, let's fetz. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Oh yeah. Nee, die Kiste hat was. Das ist schon unten, ne? So, okay. Allee haben wir jetzt. Ein Ranger, die Ranger nennen ihre Basis Sparta und sich selbst, entweder im Scherz oder im Ernst, Spartanos. Spartaner, das passt zu ihnen. Ihr eher wollen sie sterben als aufgeben. Es sind auch nur wenige, genau wie ihre historischen Gegenstücke. Jeder von ihnen ist ein erfahrener Kämpfer, der 10 normale Soldaten wert ist. Aber sie sind einfach nicht genug, um einen ganzen Krieg zu führen oder die Legion der Schwarzen abzuwehren. Deshalb ist Millers Plan unsere einzige Chance, eine noch funktionierende Raketenbasis zu finden. Raketen abrollen und das Nest der Schwarzen in Schutt und Asche legen. Wenn wir das durchziehen, werden unsere Verluste minimal sein, während meine Heimatstation und die gesamte Metro mit ihr gerettet werden. Es scheint ein perfekter Plan zu sein. Aber es gibt auch etwas, das mir Sorgen macht. Der Plan scheint einen Schwachpunkt zu haben. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen Fehler machen. Okay. Musst du Kleber? Yeah.
Ne, die ist nicht drin. Das denke ich. Nice. Ich bin noch bei Run hier. Bom. Keine Trichter. Das ist brennt oder nicht? Was denn? Muss ich hier raus? Ja, das ist. Weiter geht's. Bewegen sehen. Das war ja wohl nicht der Plan. Offensichtlich. Jetzt sein Leben, würde ich sagen, ne? Ganz entspannt. Hä? So rum. Wollte schon sagen. Scheiße. Na, diesmal hat's geschnappt. Das mag ich. Schlecht war das so vorne. Muss ich sagen. Das ist viel draußen, das ist schlecht. Ich hasse dich. Ist
Kommt nicht zu mir, oder? Ne, die rennen einfach weg. Das Leben, Alter. Abhauen. Nein! Wussten wir mehr bitte. Ein großes Problem. Lang? Blute Scheiße. Lang. Zu, ich muss einfach nur aushalten, alles klar. Das Ding. Gehen wir, Leute. Danilo, pass auf. Wir gehen mit Artyom rein. Scheint ruhig zu sein. Leute, das ist ein Schwarmvögel! Artyom, Danila, kommt schnell her! Versperrt diese Türen! Ich komme! Artyom! Oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. So, ich habe alle Bücher, die wir in der Situation hatten, immer wieder gelesen, bis sie auseinanderfielen. Ich bin immer zu den Händlern geeilt, die von den weiten Rennstationen zurückkamen, um der Erste zu sein, der
mal ein paar alte Bücher beichte, die sie mitgebracht hatten. Selbst wenn sie sonst niemanden haben wollte, ich habe alles gelesen. Wenn man 60 Meter tief im Untergrund lebt, sind Bücher die einzige Fenster da in die Welt. Ich habe Bücher angebetet. Man kann sich also meine Gefühle vorstellen, die ich beim Anblick der großen Bibliothek hatte. Der Schrein zu allen wichtigen Büchern, die jeweils in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurden. Ich darf nicht den Grund vergessen, aus dem ich hergekommen bin. Wenn ich mich ablenken lasse und anfange, den alten, halb zerfledderten Bücher zu lesen, wird die Bibliothek mich vollständig und für immer verschlingen.